you might also cook it, but to cook it you have to lay it in water and it has to soak there for about a week. At least the people here in Lofoten do it like this. But they are also using fresh water all the time. The positive thing, when you're laying it that long in the water, it's not smelling that much when you're cooking it then. So this is the positive thing with it. Ja, also Sie haben sicher auch einiges von der Fischerei hier gehört in den Pfoten, also auch vom Kabeljau. Also Kabeljau deswegen, weil er dann eben gerade seine Eier legen möchte, sonst heißt er ja Dorsch. Also Kabeljau und Dorsch ist, denke ich, der gleiche Fisch, nur in verschiedenen Jahreszeiten. Der Kabeljau kommt dann eben vom Barentssee hier heruntergeschwommen, um hier zu laichen. Die Umstände hier sind für den Kabeljau hier eben in dieser Jahreszeit besonders gut. Die Wasserverhältnisse, also Temperatur und auch der Salzgehalt des Wassers sind eben ideal für den Fisch. Und der Fisch schmeckt auch in dieser Jahreszeit am besten. Und dann kommt er eben hergeschwommen und die Fischer möchten nachher den Kabeljau fischen und hängen den dann wieder auf zum Trocknen. So, davor wird er natürlich gesäubert und die Gedärme werden hinausgenommen, der Kopf wird abgetrennt und dann werden sie eben im Schwanz hinten bei der Flosse paarweise zusammengebunden und über diese Holzgestelle aufgehängt, die sie sicher in den Küstengegenden schon mal gesehen haben. Dort hängt er eben bis Juni, bis er ganz, ganz trocken ist. Und der ist dann wirklich steinhart. Also den kann man dann nicht mit den bloßen Händen zerstören. Da braucht man wirklich einen Hammer, um da kleine Stücke eben runterzubekommen. Und man kann den Fisch eben trocken essen wie einen Snack. Schmeckt eigentlich ganz gut, ist ganz beliebt hier auch. Oder man kann ihn in Wasser einweichen. In den Pfoten weichen die Menschen den Fisch eine Woche lang ein. Aber die wechseln natürlich immer das Wasser, dass es eben immer frisch ist. Und am günstigsten ist es, wenn man die ganze Zeit eben Wasser, also fließendes Wasser hat, wo der Fisch drin liegt. Also eine Woche lang. Und dann riecht der Fisch auch nicht ganz so intensiv, wenn er dann gekocht wird. Aber schmeckt ausgezeichnet. Ja, also schon, man schmeckt schon, dass es mal getrockneter Fisch war. Es hat so einen besonderen eigenen Geschmack, den kann man mögen oder auch nicht. But there's also a